Heute mache ich mit euch Pizzabrötchen. So sehen die aus, wenn die fertig sind. Schön zerlaufen der Käse. Und von unten sind sie so schön bräunlich und knusprig. Und der Käse zieht sich richtig. Natürlich kann jeder von euch rauftun, was er möchte. Ich habe euch jetzt nur gezeigt oder zeige euch jetzt, was ich rauf mache. Man kann natürlich noch viele andere Zutaten dafür nehmen, zum Beispiel Mais oder Pilzen oder Tomaten und wer was mag. Natürlich macht das einiges an dem Geschmack aus, besonders wenn man den Schinken austauscht auf Wurst, auf Salami oder so, dann gibt es schon einen anderen Geschmack, sag ich mal. Aber im Großen und Ganzen machen die Gewürze doch das meiste aus. Das ist das Pizzagewürz, das da reinkommt. Und der Käse ist auch sehr wichtig. Ja, wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal ab und macht es vielleicht mal nach. Wir brauchen dafür 6 helle Brötchen. Ich habe hier diese etwas größere Brötchen genommen. Man kann auch die kleineren nehmen, so kleine Baguettebrötchen. Die sind so, ich glaube, die heißen Kaiserbrötchen oder so. Oder Sonntagsbrötchen. Jedenfalls, die sind so halbfertig, also nicht bis zu Ende gebacken. So in der Verpackung sind die, verkaufen die sich. Wenn man allerdings die kleinen nimmt, die kleinen Baguettebrötchen, dann braucht man 8 Stück. Hier sind es jetzt genügend 6. Eine Paprika, eine Zwiebel, 400 Gramm geriebenen Gouda-Käse, 200 Gramm Kochschinken, den habe ich schon in Würfel geschnitten, einen halben Becher Schmand, 100 Gramm, und einen halben Becher Schlagsahne, 100 Milliliter. Dann brauchen wir noch ein wenig an Gewürzen. Hier ist ein Teelöffel Pizzagewürz, ein halber Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel Tomatenketchup und ein halber Teelöffel Salz. Ja, und das, also die Paprika schneide ich jetzt klein, die Zwiebel auch. Und dann vermischen wir das alles zusammen in einer großen Schüssel. So, dann können wir jetzt anfangen. Jetzt habe ich die Zwiebel und Paprika auch noch klein geschnitten. Die kommen jetzt da rein in das große Gefäß. So, dann der Schinken kommt auch da rein. Dann der Käse. Dann der Schmand. Dann die Schlagsahne. Und die Gewürze. So, jetzt haben wir alles drinne. Jetzt gehe ich einfach mit dem Handschuh da rein. Ich habe mir jetzt hier einen Handschuh angezogen und verrühre das Ganze. Damit es möglichst eine schöne einheitliche Masse entsteht. Die Brötchen schneide ich jetzt alle in der Mitte durch. Und lege mir die auseinander aufs Backblech. Man kann natürlich auch ohne Backpapier arbeiten. Ich finde es allerdings mit Backpapier viel bequemer, weil wenn ein bisschen Käse daneben läuft oder so, dann backt das nicht alles gleich fest und das Backblech bleibt schön ordentlich. Ja. So sieht das dann aus, wenn es schön vermischt alles ist. Jetzt gebe ich das auf die Brötchen.
dass möglichst auf alle Brötchen gleichmäßige Menge, eine gleichmäßige Menge raufkommt. Dafür lege ich das erstmal alles so auseinander, so grob. Ja, wenn ich die dann so grob verteilt habe, sieht das so aus. Ich habe jetzt alles raufgetan. Ne? Einfach nur jetzt ein bisschen andrücken. So. Und gleichmäßig verteilen auf das Brötchen, damit das nicht so nur in der Mitte liegt, sondern eben von überall was liegt. So. Und festdrücken. So muss es aussehen. Schön festgedrückt. Und das mache ich jetzt so mit allen. Nehme die, drücke die so ganz langsam fest, damit nichts runterfällt und überall was hinkommt. So, das muss da so wie so ein Hügel aussehen. Ne? Schön festgedrückt. Ja, das mache ich jetzt mit alle. Ich drücke sie alle fest. Den Backofen heize ich schon vor. Der ist auf Pizzastufe bei 200 Grad. Aber kann man auch ganz normal Ober- und Unterhitze mit Umluft nehmen. Und auch auf 200 Grad. So sehen sie aus, kurz bevor sie in den Ofen gehen. Alles schön festgedrückt und jetzt geht es in den Ofen. So, die Pizzabrötchen sind jetzt fertig. So sehen die aus, wenn sie fertig sind. Der Käse ist schön zerlaufen. Ja, dann kann man sich auch gleich eins nehmen und das genießen. So sieht das denn aus, fertig. Jetzt habe ich mir auch schon gleich eins reingelegt. Guckt mal von unten, wie sie aussehen. Schön bräunlich, ich weiß nicht, ob man das sieht. Bräunlich, so der Käse so zerlaufen. Lecker. Dann schneide ich das mal einmal durch, damit ihr auch seht, wie sie von innen aussehen. So. Alles schön zerlaufen, der Käse. Und wie die schmecken, das kann ich euch jetzt natürlich nicht weitergeben. Und wer Lust hat, der kann gerne das mal nachmachen. So, solche Pizzabrötchen. Ich sage euch allen jetzt Tschüss, bis bald.